Bienvenidos al Hostal Camajua. Ursprünglich war es ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb. Mein Mann und ich kauften es 1991, vor fast 30 Jahren. Das erste, was wir vorfanden, war eine kleine Hütte. Etwa nur halb so groß wie heute. Wie fast auf allen Farmen gab es keine Straßen, keine Wege und keine Badezimmer. Aber die Küche war in Ordnung und es gab Strom und fließendes Wasser. Wir beschlossen, dass wir jedes Wochenende mit unseren drei kleinen Kindern hierher kommen könnten. Die Idee mit dem Hostel startete, nachdem Julian, mein ältester Sohn, von einer Europareise zurückkam und erzählte: Mama, in Europa gibt es sehr coole Hostels. Und ich fragte: Hostel? Was ist das? Ein Hotel? Nein, nein, Mama. Ein Hostel bietet nur eine Unterkunft. Die Leute bringen ihr Essen und Trinken selbst mit. Leute aus ganz verschiedenen Ländern kommen dort zusammen. Ich sagte nur: Okay, Sohn, lass es uns probieren. Unser Hostel hat 4 Zimmer für jeweils 2 Personen. Wir haben eine Küche mit Kühlschrank, Gasherd, Backofen und allen Utensilien, die eine Küche braucht. Denn wir wollen, dass die Leute zu uns kommen können, nur mit ihrem Schlafanzug und einer Zahnbürste und alles genießen können, was es hier gibt. Wie das Esszimmer, das Wohnzimmer mit Kamin, den Balkon mit einem herrlichen Blick auf das gesamte Tal. Es gibt ein Gemeinschaftsbad mit heißem Wasser. Es müssen wirklich nur sehr wenige Dinge mitgebracht werden. Die meisten unserer Gäste sind Kletterer. Hier in Machita wurden einige sehr schöne Kletterfelsen entdeckt. Es besuchen uns auch viele aus Bogota, um die heißen Thermen in der Umgebung zu genießen. Unser Schild ist nicht sehr groß. Es steht dort nur Hostal Camajua. Es bedeutet Camila, Max, Mauricio, Julian und Heidi. Wir leben hier mit 6 Hunden, Hühnern, 3 Katzen und vielen, vielen Vögeln. Wir sind von der Handelskammer zugelassen, gesetzlich konstituiert und stolz darauf. Unsere Tür ist offen für alle, die kommen wollen.